Deutschlandfunk Kultur heute. Das berühmte Theaterfestival von Avignon findet in diesem Jahr statt und heute geht sogar schon die erste Woche zu Ende. Drei starke Regiekonzepte von Regisseurinnen haben diese erste Woche geprägt. Direktor Olivier Py hatte ja auch ohne formale Quotenregelungen einen starken weiblichen Programmanteil versprochen. Weniger als die Hälfte der Produktionen verantworten Männer. Nun also darf sich das Festival über starke weibliche Regie Handschriften freuen und eine Produktion, Liebestod, hat wohl sogar das Potenzial, eine Kultinszenierung zu werden. Das sagt jedenfalls Eberhard Spreng, der aus der Provence berichtet. Das Dekor in Angelika Liddells Liebestod ist nichts weiter als ein ockerfarbenes Stück der Bande, wie man sie in Stierarenen vorfindet, mit zwei Ein- und Ausstiegen, aus denen gelegentlich Nebenfiguren den Spielraum betreten. Dieser Liebestod ist ein Solo der Regisseurin und Performerin, eine Beschwörung, eine Passion und Abrechnung mit einer Kultur, die den Kontakt zu ihren kultischen und mythologischen Quellen verloren hat. Fans de mierda, que en un santiamén permutan su admiración por calumnia atribuyéndose un protagonismo del que carecen. Es ist aber auch eine Publikumsbeschimpfung, denn Angelika Liddell provoziert hier mit einem Text, der ihre persönlichen Dämonen und kulturellen Quellen thematisiert. Zunächst hatte sie zu einem lebensgroßen Stiermodell gesprochen. Die einzige Chance, sich vom Tod zu befreien sei, ihn herbeizuwünschen, hatte sie da gesagt. Eine Theokratie sei zu errichten, denn ein umfassendes Sicherheitsdenken in einer total rationalen Welt habe die Menschen in Idioten verwandelt, die ihre kleinen Rechte mästeten wie dereinst die Hausschweine. Angelika Liddell spricht zu sich selbst und dann wird deutlich, dass hier Isolde, die Todesverliebte aus Richard Wagners Oper, aus den Tiefen der Mythengeschichte einer Künstlerin von heute ins Konzept redet. Liebestod ist vor allem eine Selbstpassion, das Eingeständnis eines notwendigen Scheiterns in einer apollinischen Vernunftskultur. Había sustituido la tragedia por el sentido del deber. Y eso te causaba una tristeza invencible. Sie haben die Tragödie durchs Pflichtbewusstsein ersetzt und damit eine unermessliche Traurigkeit hervorgerufen. Liebestod ist unbedingtes Powerplay und suggestiver Sog der Worte und Bilder, ein seltenes, heftiges Theatervergnügen, ein gewaltiger Festivalerfolg und mit Sicherheit künftig ein Mythos. Wo Liddell das Ende einer kraftlosen Zivilisation mit mythologischer Auszehrung erklärt, zeigt Caroline Guillet-Lagnien das Scheitern der Technologiegläubigkeit unserer Welt in einem futuristischen Märchen. Während einer Sonnenfinsternis ist die Hälfte der Menschheit verschwunden und nun bemühen sich die übrig gebliebenen mit allerlei technologischen und sozialpädagogischen Mitteln um eine Bewältigung dieses ungeheuren Verlustes. Et c'est dans cette urgence qu'on crée partout dans le monde de nouveaux lieux. En Europe, on les appela les centres de soins et de consolation. Spielort ist ein sogenanntes Pflege- und Trostzentrum. Dort nehmen die Menschen in einer Kabine eineinhalbminütige Videobotschaften für die Verschollenen auf, machen Familienaufstellungen, veranstalten Kochkurse für die Lieblingsgerichte der Verschwundenen und sie streiten über die Strategien der Krisenbewältigung. Wo Caroline Guillet-Lagnien noch glaubt, dass die Menschheit ein Problem hat, weiß Anne-Cécile Vandelem, dass die Menschheit ein Problem ist. Sie beendet mit ihrem Stück Kingdom ihre Trilogie über dystopische Menschheitszustände mit einer finsteren Waldfabel. Angelehnt an den Dokumentarfilm Bragino erzählt sie vom Scheitern einer Aussteigerfamilie in der sibirischen Taiga, von Zerwürfnis und Gewalt, zu deren schuldlosen Opfern vor allem die Kinder werden. Auch hier wird in einem naturalistischen Dekor aus Bäumen, Bach und Hütten ein trauriger Plot erzählt. Aber die belgische Regisseurin schafft eine atmosphärische Dichte mit hoher Suggestionskraft, in der jeder Spielrealismus eine symbolmächtige Seite bekommt. Egal, ob der Mensch in den Mythos, die Technik oder die Natur ausbüchst, er steht sich immer wieder selbst gegenüber als das Tier, das keins sein möchte. Und Avignon zeigt das in drei kraftvollen weiblichen Regiehandschriften.
Und das Ganze beim Theaterfestival von Avignon, wo die erste Woche zu Ende gegangen ist. Eberhard Spreng war das mit einem Rück- und Überblick.